Nee, müssen wir irgendwas anderes tun. Wir Ach, wollen wir nicht einen Layton können wir noch machen? Wir können mit verlorenem Zugriff können mal den, weitermachen. wir sind immer noch beim zweiten Ja, Layton, genau. so Das können wir 15 machen. Minuten drin. Ja. Das können wir spielen. Das wäre, glaube ich, ganz lustig. Das ist super. Okay, Ja, drei. haben wir jetzt auch unsere Latent Voices perfektioniert? Ja, stimmt. Boah, Steine. Und wir wollten die alle spielen. Du, ich finde, das ist auch ein gutes Voice-Work, weil ich habe einen D&D-Charakter, der mein Mind quasi Lukes Stimme hat. Also, dann kann ich Professor? meinen Luke. Aber Professor? Luke habe ich immer gesprochen. Naja, Ich drei, weiß genau, das können wir uns zwei, erst switchen. eins, go. Du könntest Hallo, natürlich einfach anfangen, meinen D&D-Charakter jedes Mal zu voicen. Ich Lucky. finde, Das das wäre klingt auch lustig. nach einer Weile eine wilde Option. Ja, du kannst mir einfach auf mein Cameo eine Anfrage schicken. Okay, Mach ich, drei, mach ich. zwei, eins, go. Du kriegst auch einen Freundschaftspreis. Du musst mich hochziehen. Du musst mich hochziehen. Ich dachte, vielleicht weißt du das ja nicht. Deswegen sage ich es dir. Du musst mich übrigens hochziehen. Okay. Drei, zwei, eins, go. Zack. Was hältst du von Sister Action? Habe ich geguckt? Und was hieltest du davon? Weiß ich nicht mehr. Ich war 11. Was hältst du von Sister Act 2? Habe ich nie geguckt. Ja, haben wir gestern auch geguckt. Und oh, das ist die verdammt guter Film. Also eins oder zwei? Zwei. Okay, Eins zwei. habe ich auch nicht. Eins ist zu lange Ah. her, ich weiß auch nicht mehr. Ich weiß nur, Okay. ich habe, Zwei glaube ich, ist auch eins auch nie gut. geguckt. Ich Okay. habe, glaube ich, so die letzten 20 Minuten von eins habe ich mal geguckt. Das war gerade lustig. Eins, keine Ahnung, ist verdammt lang her. Habe ich, glaube ich, auch nie geguckt. Okay. Dann ist es wohl sehr, sehr lang her. Okay, drei, zwei, eins, go. In einem früheren Leben, Mika, Ja. habe ich vielleicht mal. Also, ich glaube aber, ich fand ihn ganz cool. Beim Ja, zweiten? zwei ist basically School of Rock, but instead of, you know, instead of, like, School of Rock, but black, sort of. Okay. Drei, zwei, eins, go. School Also, of Rock, aber but so black. in a good way. Also, naja, also es geht spezifisch darum, dass sie an einer Schule unterrichten muss, die in einer, wie nennen Sie das? Red Zoning? Redlining? Diese Policy, die es in den Staaten gibt, die basically dafür sorgt, dass wenn du eine bestimmte Hautfarbe hast, du nur in bestimmten Nachbarschaften Häuser kriegst. Okay. Also es ist eine Nachbarschaft, die sehr dominant schwarz ist und ja, dementsprechend auch ökonomische Probleme hat. Ja. Nicht, weil Schwarze für ökonomische Probleme sorgen, sondern weil Schwarze für gewöhnlich gerade in den Staaten extrem disenfranchised sind. Danke für die Aufklärung. Und Drei, bislang geht es darum, zwei, eins, go. wie sie diesen Leuten halt zeigt. Ja, ihr habt eine Zukunft, wenn die nur singt, basically. Funnily enough, ich habe gerade festgestellt, es geht mit beiden Schultertasten. Ja, okay, das passt so. Boah, das ist aber auch. Ja, schon tricky. Okay, drei, zwei, eins, go. Das ist auf jeden Fall nicht einfach. Aber du hast gesehen, da oben ist ja noch jemand mit einem Campfire. Jemand chillt da. Als ob. Na gut. 3, 2, Glaubst du, 1, go. 3, die. 2, 1, go. Ich wollte gerade lesen, was das zu sagen hat. Ach so, Es war ein Entschuldigung. wichtiger Los. 3, 2, 1, go. Hat irgendwas über Charlie gesagt. Ja, das war schnell, finde ich auch. Hast recht. 3, 2, 1, go. Ja, irgendwie so, wenn ihr Hilfe benötigt, dann könnt ihr das im Hilfsmenü irgendwie machen, keine Ahnung. Achso. Ich dachte, Charlie ist die Person, für die wir diesen Berg hochgehen. Ich habe nämlich inzwischen die Story schon wieder vergessen. Die tiefe Lore. Gab's eine Story? Ja, irgendeinen Grund haben wir doch bestimmt, warum wir diesen Berg hoch wollen. 3, 2, 1, go. Es geht, oder? Es geht, das kriegen wir hin.
Embrace the gang. Embrace it. We can do it. God, I don't think we can do okay. it. I'm sorry. Nochmal. 3, 2, 1, go. Jetzt aber. Ja. Also du kannst mit dem Film übereinstimmen, das Leben wird besser, wenn man singt. Das auch, nee, also die Message des Films ist halt einfach. Na, aber also ich hab ihn mit School of Rock verglichen. Mhm. Was die Person, die den Film empfohlen hat, sehr, sehr traurig gemacht hat, weil die Person. Ja. Weil die Person. Check. Und das ist halt einfach. Da muss. Das ist halt einfach. Ja. Ich weiß auch nicht, ob School of Rock gut ist, um ehrlich zu sein, habe ich lange nicht mehr geguckt. Ist gut, also. Doch, schon. Okay. Ist es kein flawless Movie, würde ich sagen, aber. Ja, welcher Movie ist denn flawless? Ja. Okay, 3, 2, 1, go. Red weiter. 3, 2, 1, go. Red weiter. Ich dachte, ich will nur das ganz kurz weiterführen. Es gibt, also. Bloß weil er was. Weiß ich. Ich würde sagen. 3, 2, 1, go. Es ist schon. Zu sagen, dass ein Film einen Flaw hat, ist ja schon eine große Kritik, würde ich sagen. You know? Okay. Wenn du meinst? Also ich würde quasi sagen, dass ein Film, bloß weil er flawless ist, nicht perfekt ist. 3, 2, 1, go. Okay, interessant. 3, 2, 1, go. Was? Du musst dich festhalten. Ist also nicht gescheit. Was war das denn? What the fuck? Ich wusste. Die Leiche ist echt. Hä, hey, jetzt mal for real. Also irgendwas hat gerade nicht geklappt mit dem Controller. Ja. Schon wieder. Ja, echt jetzt? Ich verstehe es gerade nicht. Weißt du, wie das klingt? Wie ein Cope? Ja, ich weiß. Aber ist es jetzt wirklich nicht? Wie ein Skischu. Ich weiß nicht. Aber das war jetzt wirklich nicht der schwere Teil. Naja. Na, ich weiß nicht. Also, ich würde jetzt sagen, wenn ein Film. Flaws. Ich glaube, die alle Filme haben Flaws. Also, um ehrlich zu sein. Was denn willst du, Mika? Ich habe keinen. Das ist eine extrem lame Antwort. Holy shit. Versuchen wir es nochmal. Mika, was ist dein Lieblingsfilm? Matrix? Keine Ahnung. Irgendwas musst du. Okay, Matrix. Ja, von mir aus Matrix. Würdest du. Also, gibt es Flaws in Matrix? Also, wir reden ja von Matrix 1. Auf jeden Fall. Okay, erzähl. Seine Nachfolger. Ja, bestimmt. Keine Ahnung. Das klingt schon transphob, Mika, muss ich ja sagen. Ne? Du weißt, dass der von zwei Transpersonen gemacht wurde, der Film? Ja? Echt? Mhm. Ja, wirklich. Krass. Ich meine, die ganze Matrix-Franchise ist ja eine riesen Trans-Allegorie. Okay. Nimm die Pille, in Anführungszeichen, und stell fest, dass die Realität eine ganz andere ist, als du sie bis jetzt wahrgenommen hast. Und dass deine Rolle und Funktion in der Welt eine ganz andere ist. Im ursprünglichen Draft von der Matrix sollte es auch tatsächlich so sein, dass wenn Neo aufwacht, er feststellt, dass er ein anderes Geschlecht hat. Also, dass er in der echten Welt ein anderes Geschlecht hat als in der Matrix. Mhm. Das wurde aber nicht umgesetzt. Aber die Matrix ist eine riesige Transallegorie. Okay. 3, 2, 1, go. Interessant. Das wusste ich nicht. Also, das ist jetzt nicht so eine Fan-Theory, das ist jetzt schon relativ sicher. Das ist schon, ja. Okay. 3, 2, 1, go. So. Ich halte jetzt den. Ich benutze heute zum ersten Mal einen Wireless-Controller. Und ich halte ihn jetzt näher an den Transmitter. Ich hoffe, das passt. Oh mein Gott. Alles gut. Everything is under control. Oh mein Gott. Okay, Mika, jetzt haben wir noch den Sprung vor uns. Oh mein Gott. Können wir doch easily, oder? Oder? Okay, aber das ist jetzt nicht so schwierig. Wir müssen einfach da oben. Das muss perfekt in Sync sein. Ja. Also ich. Wie zwei Frauen unter der Brücke. Das ist natürlich super ohne Ping. Mit Ping ist immer super. Okay. Wir fangen einfach hier an. Dann können wir es noch rechtzeitig stoppen. Ja. Wenn wir wissen, dass wir nicht komplett in Sync sind. So. Und ich halte mich fest, ja? As always. Okay. 3, 2, 1, go.
How did this go wrong? Wie ist das gerade passiert? Das kann doch nicht wahr sein. Weißt du, was wir machen müssen, Michael? Wir müssen daraus mehr Content machen, weil was mich ja ursprünglich auf das Spiel gebracht hat, ist ja Formoko. Also ich finde, wir müssen jetzt einfach die gleichen Vibes erzeugen. You need to jump, Mika-chan! Das wäre natürlich nice. Okay, 3, 2, 1, go. Null! Wir können's doch, wir können's doch. Es war so gut. Okay. Wir schaffen das jetzt nochmal. 3, 2, 1, go. Bau, bau. Ich weiß nicht, was die sagen. Das ist das Problem. Ich kann gar nicht. Boah, ich dachte, das wird was. Ja, ich dachte auch, das wird was. Oh, nicht hochziehen oder so. Oder einfach nicht. Oder einfach strugglen. Auch eine gute Idee. Ich bin bei dir auch immer noch in der Fallanimation, ne? Ja. Perfekt. Interessanterweise, in dieser Fallanimation kann ich auch nicht höher als so kommen. Also genuinely. Das hört sich gerade wirklich nicht so an, als würdest du es tryen, aber ist okay. Nochmal. Mika, ich kann nicht höher als du kommen. So hat sich das angefühlt, als würde sich so bewegen. Okay, 3, 2, 1, go. Du bist so ein Troll-Artist, weißt du es eigentlich? It's incredible. You have to be trolling. Aber du weißt doch, so der ist Michi. Das Beste war wirklich eben, wo ich gesagt habe, ja, mit dem Pilgo, du einfach Deadass gesagt hast, wirklich mit einem so ernsten Ton. Nö, das war ich. Das war so gut. Das war echt insane. Da hätte ich kurz fast durch den Bildschirm gegriffen. Das war... 3, 2, 1, go. Okay. Basti, are you ready? 3, 2, 1, go. Hä? Kann man das nicht festhalten? Bro. Jetzt. Geht doch. Nein, noch ein bisschen. Ja, mal gucken. Ja, so ist gut. Ja. Okay. Can we do it? I don't know. Okay, 3, 2, 1, go. Ah, nein, nochmal. 3, na ja, komm mal ein bisschen weiter her. So, 3, 2, 1, go. Du hättest dich festhalten können, oder? Hä? Hey, du solltest dich doch festhalten. Ja, aber ich kam nicht hoch genug, wie du gesehen hast. Entschuldigung. Ich entschuldige mich. Alles gut. Also, du musst sagen, alles gut. I'm sorry. Das ist natürlich auch gut, wenn ich alles gut sage. Okay. 3, 2, 1, go. Ah. Ich verzeih mir selbst. Ja, echt. I need the duck be like. Okay, so, habe ich das gesagt. I said it. Du hast davon wahrscheinlich nichts mitbekommen. Ist okay, ist nicht schlimm. Wer? Alles gut. I need the duck. Okay. Ja. Explain. Tell me the story. Ja, die hat Bullshit gebaut und hat sich scheiße entschuldigt. Mehr weiß ich auch nicht. Wer ist das? Das ist halt irgendeine Cosplayerin. Ach 3, so. 2, Mita Duck oder wie? 1, go. Annie, also Annie the Duck. Okay. 3, 1, 2, nee. Wie habe ich das bis jetzt immer gemacht? Habe ich immer 3, 2, 1, 2, 1, 2, 3 gesagt? Ja, es war halt zu zählen. Ja, aber warum habe ich es gemacht? Ich weiß es nicht. 3, 2, 1 oder 1, 2, 3? 3, 2, 1. Okay, 3, 2, 1, go. Ich habe es echt keine Ahnung. Damn. Voll vergessen. Ja, die hat halt irgendjemanden emotional manipuliert und psychisch... Die hat irgendwie PTSD verursacht bei jemandem. Das ist schon insane. Also schon nicht gerade wenig. Ist schon. Guck mal. Ich sehe das Problem gar nicht. Kriege ich auch hin.